Moinsen und herzlich willkommen bei Folge Nummer 3 von Red Dead Redemption 1. Nachdem wir Red Dead Redemption 2 gespielt haben und auch immer noch spielen werden. Ja, wie versprochen geht's hier direkt weiter beim Sheriff. Excuse me. Hey, hey, you got a visitor. Shut up, you. Now, what you want? My name's John Marston. You wanted to speak to me. I did? Apparently so. Why? I guess because we're both in the business of the law. You that fella from the train company? No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer? You them, one of them Williamson boys. Calm down. Go on, shoot him, mister. Shoot him. Come what? You getting cute with me, boy? What's going on here? I got me one of them Williamson boys. I got me one of them idiots who give marshals a bad name. Donut, put your gun down. You must be the man from Blackwater. Yes, sir. Listen, that dog ain't too bright. But he seems loyal. Jonah, get out of here for a minute. Yes, sir, Mr. Johnson, sir. Oh, Alter, seid ihr bei fertig mit eurem Gespucke, ey? Oh, I done seen enough of your hide around here, friend. I think there's some school children down the way you can go and frighten. Oh, hardy fucking whore. What are you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies. I'm here to capture or kill Bill Williamson. Okay. Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county. Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. So you're happy to have him out there? Well, I ain't happy, but I also ain't suicidal. My job is to keep this town safe, not clean up all of these three counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people I respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. Whole world has problems, mister, and I'm here doing what I can. Why? What's happening? Right now? I got the railway, the people who pay my salary, trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there. I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon needs shutting down. Not forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the backcountry. And I got a bunch of hoods over in the saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. That's all I got today. But it's early yet. Give me a couple more days. There'll be more. All right. Tell you what. Let's go deal with them hoods in the saloon. Then we'll discuss Williamson. Okay, boy. You're a persistent little cuss, ain't you? Only when things matter. Come on then, Marston. Follow me. Wie gemerkt, er hat auch davon erzählt, wie die Eisenbahngesellschaft Orte niederbrennt. Hat mich direkt an Limpidy erinnert, wobei ich bei Limpidy, wie gesagt, andere Theorie bin. Goddamn road agents who prey on the stages coming in and out of town. Drivers and armadillos spend more time with their hands in the air than on the reins these days. And you're happy to let them drink in your saloon? Happy? No. The way I figure it, better they're carousing in there than out robbing decent folk. That's an interesting approach to law enforcement. Na, dann wollen wir mal.
bastard now. Let's follow him. See what kind of hole he crawls into. Also die Synchro von dem Sheriff finde ich ja richtig stark, war. Gerade so, als er da ins Sheriffsbüro reingekommen ist, sein ganzer Dialog mit ihm. Er war schon nicht schlecht. Ach, das ist deins. Ja, der kommt genau in dem Moment angelaufen, wenn ich... Ich wollte gerade sagen, wo steht denn mein Pferd? Aber ich habe gar nicht gemerkt, was wir die rufen sollen. So. Ja. Los, los, los. Nicht umlegen, nur verfolgen. Alles klar. Aber kurz abgelenkt wegen dem Husten. So, jetzt aber. Ich hol doch schon auf. Was willst du denn? So, und wer ist jetzt hier gleich hinter mir? Hä? 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 Ja, 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 ja. Ich drück dich weg, Alter. Das ist auch so ein Haus, bei dem ich mich frage, warum heißt das eigentlich Pleasants Haus? Weil wir haben ja auch den Ort Pleasants selber. Warum heißt das Ding Pleasants Haus eigentlich? Vielleicht ist ja die ganze Theorie mit den Satanisten auch wieder falsch. Vielleicht erfahren wir ja in dem Teil, was wirklich passiert ist. Keine Ahnung. Das sind so Sachen, ich muss das ganze Spiel sowieso jetzt nochmal komplett neu betrachten und vielleicht fällt mir der ein oder andere kleine Dialog auf, wo man denkt, ach so. Also das Pleasants Haus gibt's auch in Red Dead Redemption 2 auf jeden Fall, ja. Ich sehe allerdings keine Verbindung mit dem eigentlichen Pleasants. Hey, ich drück doch schon Deckung. Wegen einem Schuss brauche ich doch noch nicht nachladen. Habe ich denn Lasso oder sowas? Wo ist denn mein Lasso? Kann ich kein... Not a bad shot, Mr. Marston. Why don't you check in with me next time you're in town? I don't want to be no policeman, Marshal. Nor did I, my friend. I can promise you that. I'll see you soon, Mr. Marston. So, dann werden wir mal schnell die Leichen plündern. Das ist wichtig, weil ich brauche ein bisschen Geld. Und die haben jedes Mal so $4, glaube ich, oder was in dem Dreh.
So, hier liegen noch welche. Genau, Munition einsammeln ist... Ah! Wo bist du? Du Schweinevieh, du blöde Schlange. Einfach mal gebissen hier. So, ich glaube, damit sind wir dann auch schon fertig. Dann könnt ihr immer noch mal reingucken in die Häuser. Da findet ihr manchmal noch eine Truhe oder sowas. Dann haben wir auch noch mal ein bisschen extra Geld. Gibt manchmal so 25 Dollar oder sowas. Muss man dann mal gucken, ob da eine drin steht. Hier, die Ton. Oh, 43 Dollar sogar. Oder? Nee, ach so, das war rechts, kam ja dazu. Keine Ahnung. Was waren es? 43 vorher? Also 39 Dollar. Müssten es dann gewesen sein, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ich habe jetzt nur nach links geguckt, aber das war falsch. Das war falsch. Gut. 11 Minuten? Nö, da, was ist das denn, Alter? Hä? Hä? Also, okay, ja, in Red Dead Redemption 1 gab es Glitches. Ihr habt vielleicht in den 5 Geheimnisse-Video dann ja schon den Puma gesehen, der zu einem Mensch geworden ist. Ihr habt vielleicht schon dann die Esel-Lady gesehen. Aber spinne ich jetzt oder hat dieses hat dieses Karnickel ein Geweih auf dem Kopf? Schaut mal genau hin. Ich kann leider nicht so wie bei Red Dead Redemption 2 jetzt anfangen, mit der Kamera rumzufliegen. Das ist das, was mich ein bisschen nervt. Was ist das? Der hat ein Geweih auf dem Kopf, oder? Was soll das sein? What the heck are you? Was ist das? Was bist du? Ist das ein Hasenhirsch oder was soll das sein? Digga! Was geht denn hier ab, Alter? Das ist doch kein gewolltes Tier hier, oder was? Was? Da! So sieht man, dass das ein Hase sein soll. Und dann kommt vorne einfach mal so ein Geweih raus, Alter! Läuft ja super mit eurer Programmierung. Oh ja, hier siehst du es gut. Der Hase mit dem Geweih. Ich weiß ja schon mal, wie der Part hier heißt. Na, zum Glück hat er keine Hirschfähigkeiten gehabt und hat mich einfach umgerammt. Das wäre lustig gewesen. Was kriege ich jetzt? Oh, Lord. This is nasty. Gehäutete Hasenböcke. Ja, und jetzt ist das Geweih weg. Bockgeweih. Ein Hasenbock? Gibt es sowas wirklich? Gibt es Hasenböcke mit Geweih? Ein Moment mal bitte, ja? Also, den Cut hat natürlich mal wieder keiner mitbekommen. Und ich habe erstmal hab ich den Moment gehabt, weil ich dachte, okay, ich glaube, ich kann den ganzen Part nochmal neu aufnehmen. Ich laufe ja völlig am Leben vorbei, wenn ich das nicht weiß. Aber es, ja, gibt auch nichts, was wir jetzt direkt verpasst hätten. Also ich liege schon noch halbwegs richtig mit meiner Sache, dass es sowas auch in der Form nicht gibt. Allerdings habe ich ein, zwei andere Sachen gefunden und deswegen gehen wir jetzt einfach mal in dem Let's Play hier nochmal rüber. Es soll noch kein Aufklärungsvideo über den Hasen an sich werden. Ich werde mal sehen, was ich da finden kann. Vielleicht haben sie den ja bewusst so mit eingebaut oder was. Aber... Es gibt den Rasselbock. Es handelt sich dabei um einen ausgestopften Hasenkopf. Also ausgestopft hört sich schon mal nicht an, wie der ist von Natur aus, ne, da so irgendwas gewachsen oder so. Also ausgestopfter Hasenkopf, klar, das ist dann halt irgendwie. Und dann habe ich noch was gefunden, nämlich wachsen Hasengeweihe. Forscher vermuten, dass zumindest einige der Geschichten über gehörnte Hasen durch Sichtung von Kaninchen inspiriert wurden, die mit dem Schope Papillomavirus, keine Ahnung, wie man es direkt ausspricht, infiziert waren. Es führt dazu, dass an verschiedenen Stellen des Kopfes und Körpers eines Kaninchens Horn- und geweihartige Tumore wachsen. Und Jackalope, habe ich halt gefunden, ist ein mythisches Tier der nordamerikanischen Folklore, der als Hase mit Antilopenhörnern beschrieben wird. Das Wort Jackalope ist ein Kunstwort aus Jack Rabbit und Antilope.
Viele präparierte Reittiere für Schabracken, darunter auch das Original, bestehen aus Hirschgeweihen. Ja, der sollte wohl damit dargestellt werden. Ich weiß nicht, ob das ein Bug war, aber keine Ahnung. Was ich nur dazu sagen kann, ist, im Original habe ich die Viecher nie bemerkt. Also es wäre mir nie aufgefallen, dass da ein Hase mit einem Geweih auf dem Kopf an mir vorbei gehoppelt wäre. Ehrlich nicht. Ich höre da zum ersten Mal gerade. Also es gibt auch immer mal Sachen, wo ich dann komplett ratlos bin, drei Fragezeichen über dem Kopf habe und denke, was war das denn jetzt? Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr den im Original damals schon gesehen habt, wenn ihr das Original gespielt habt. Ich ja auch. Aber wie gesagt, ich habe den nie bemerkt. Wobei ich mich mit der Mysterie-Seite, nicht so heftig damals auseinandergesetzt habe. Damit habe ich erst später angefangen und jetzt arbeiten wir das mal alles richtig schön um ins Deutsche hier. So, na gut. Mach mal hier den Dings, der ist so hell, Alter. Blendet mich ja an. So. Dann werden wir mal... Ich werde euch mal was zeigen, das müsste eigentlich auch funktionieren. Oder habe ich das überhaupt schon? Einfaches Lager, ne? Genau. Und zwar gibt es einen großen Vorteil mit der alten Map. Etwas, was sie im zweiten Teil dann nicht drin hatten, was ich echt richtig ärgerlich fand. Besonders, wenn es dann nachher hochging. Nehmen wir mal an, das wäre jetzt die alte Karte. Gerade dann hier oben, der ganze Bereich, wo Doverhill, das Meteoritenhaus und sowas dann alles waren. In dem Bereich auf der alten Karte, da gab es ja keinen Schnellreisepunkt. Der höchste Punkt oben war Ansburg und nach links dann irgendwann Emerald Ranch, Butcher Creek und so. Aber das lag alles immer noch weit unten. Also wenn du nach oben in die Berge wolltest, dann war das nächstgelegene, an das man anwählen konnte, eigentlich nur Ansburg. Und das hat schon teilweise ganz schön abgenervt. Und was man hier machen konnte, ich hoffe, das funktioniert jetzt auch, ist ein einfaches Lager aufschlagen. Und dann können wir zum Zielort reisen und dann können wir unten nach Wegpunkt reisen. Wir können uns jetzt entweder einen Zielort aussuchen, Armadillo oder irgendwas halt, keine Ahnung, ne? Und dann können wir aber auch den anvisierten Punkt von uns auf der Karte einfach direkt anreiten. Und das finde ich so lächerlich, dass sie das dann rausgenommen haben in Red Dead Redemption 2, weil man einfach, also gerade wenn man halt solche Videos dann macht, wie ich jetzt in letzter Zeit, ne, und man speziell einen Ort zeigen möchte, wäre das schon sehr, sehr hilfreich gewesen, nicht immer erst irgendwie einen Ort in der Nähe anreiten zu müssen, um dann letzten Endes dorthin zu kommen. Also entweder, weiß ich nicht, habe ich das irgendwie verpasst, wo diese Technik eingearbeitet war und ich habe es dann völlig übersehen, aber das ist ja meiner Meinung nach in Red Dead Redemption 2 nun mal nicht möglich und fand ich sehr schade. Hätte vieles einfacher gemacht für mich. Oder würde auch immer noch vieles einfacher machen für mich, weil ich habe ja noch einiges vor, also. Hier ist das dann deutlich angenehmer gewesen. Einer der Vorteile von Red Dead Redemption 1. Hello. Die Ladezeiten sind auch so krass schnell jetzt bei den Missionen, im Gegensatz, wenn wir das zu PlayStation 3 gespielt hätten, dann hätte ich euch den Titel von der Mission auch noch ruhig und vernünftig vorlesen können. Die flippen jetzt so schnell unten, dass ich selber gar nicht mehr den Titel der Mission lesen kann. Hello? It's a new line. Hello? Hello? Sounds fun. What's happening? I have no idea. If it's important, they'll send someone down like they did with you. Suddenly the world is full of days. I remember when we first got here. We used to consider people from Dade County to be exotic. Now guys can get here from the Midwest, and they can do it in 6 days. Things have changed. They've gotten away from me. Hello? I don't understand it no more, boy. Honest goodness. I'm not sure I do. Marshall! 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 I'd just been up in the canyon, spying like you said. I think I seen me a couple of them rustlers. I think it was the Ballard twins and a couple of Mexicans. They up there right now? Well, it was a group of four men rounding up Mr. Gulch's livestock, and none of them looked like any of Gulch's hands, so yes, sir, right now. That sarcasm's most unbecoming, Eli. It's gonna hold you back in life, even worse than your lazy eye. All right, let's go. You ride with us again, Marson? Will you help me?
I will try. It'd be my pleasure. Na, ist ja schön, dass wir nochmal drüber geredet haben. He's just a boy. Ich weiß nicht, von wem sie redet. Doch, weiß ich. Aber wir können im Augenblick nicht mit ihr sprechen. Das ist eine der Nebenmissionen. Kommst hier nicht vorbei. I guess it's complicated. I came because it was made impossible for me not to. You sure are a tight-lipped son of a bitch, mister. I guess I am. Seine Synchronstimme ist auch der Hammer, ne? And you are... Don't forget you need us more than we need you. Bill Williamson folded you up like an infant person last time, if I remember correctly. Simmer down, Jonah. Listen to your boss, Jonah. There's a good boy. Ja, aber Jonah hat ja auch irgendwo recht. Ich meine, hallo, du bist mit alleine mit so gut wie nix auf den Vorzug gelatscht. Während da, wie viele Leute drin waren? Keine Ahnung. 20, 30? Kann er ja nicht wissen. I'll be honest with you, Marston. I ain't for all this government interference. Believe me, Marshal. Neither am I. I try to keep the federal boys happy. I mean, we need all the help we can get. But what does a flannel-mouthed city boy who's never forked a bale of hay in his life know about a state like New Austin? Nothing, I reckon. All this manifest destiny hogwash. Came in a wild land. Not far now. Eyes open, boys. So. Willkommen in Hennigan-Stedt. Be ready, boys. We're probably gonna be outnumbered. And those bastards ain't short on firepower, neither. Let's see how many there are. If we can take them alive, good. If not, smoke the sons of bitches. Music to my ears, Marshal. Ist ja schön, dass du Musik hörst. Yuckle dally diddly do. Seitdem ich bei der Porter-Familie auf dem Gelände rumhing, habe ich jetzt sowieso, neige ich nicht mehr dazu zu sagen, was zum Teufel oder so. Ich sage jetzt nur noch, what the hickory? Er geht doch rechts, oder? Come on then, Marston. Just make sure you don't slow me down. Mann. Ey. Ja, anders als bei Red Dead Redemption 2 gibt es hier wieder keine Lebensanzeige, die man ständig selber mit Essen füllen muss, sondern die füllt sich einfach automatisch. Halt rechts wieder. Ihr dürft halt bloß nicht zu krass angeschossen werden die ganze Zeit. Irgendwann ist dann auch mal Feierabend. Nachladen. Mann!
Hey, versuch da, Sheriff. Meine Herren, Alter. Ja, I need it. Ich need noch mehr. Ich need hier alles, Alter. Ich need euch alles weg. Her mit dem Geld. Her mit dem Geld, Junge. Zum Glück geht das schön schnell mit dem Plündern. Zack. Zack. Aber gibt eigentlich meistens so einheitlich 4 Dollar. 4 Dollar kriegt ihr eigentlich am häufigsten, also. Es variiert da nicht so besonders. Und nochmal Geld. Nochmal ein Fünfer. Ein Fünferchen, Junge. Let's go. Be careful. I think I spotted some snipers. Schnipperinius? Oh nein! Hä, wo ist der Scharfschütze? Was, wo? Und wo läuft der Sheriff hin, vor allen Dingen, Alter? Den hat's weggeballert, Alter. Wir müssen echt vorsichtig sein. Teilweise sind die Missionen echt schwerer als bei Red Dead Redemption 2. Also, da hattest du dann recht früh auch dein, Digga! Dein Dead Eye. Hier habe ich es immer noch nicht. Ich weiß gar nicht, in welcher Mission das ausgelöst wird. Ich glaube, mit Bonnie muss ich da wieder irgendwas machen. Ich hätte vielleicht auch erstmal zu Bonnie zurückreiten sollen, bevor ich mit ihm hier mache. Diese Musik. Na komm schon. Sind das unsere oder? Achso, ja, okay. Ich dachte, die wollen da gerade weglaufen noch. Ich weiß ja, dass manche Leute noch können. Ich glaube, man kann auch ein, zwei einfach laufen lassen irgendwie am Ende oder so, wenn die einfach abhauen wollen. Bin mir jetzt nicht sicher, aber gut, bei den beiden war ich mir halt eben gerade nicht. Der war ja geil. Bei den beiden war ich mir jetzt gerade sowieso nicht so sicher, ob die zu uns oder zu irgendwem anders gehören. So, mal schnell hier ein bisschen Plünderino. Ach hier, guck mal, da hätten wir drauf schießen können zum Beispiel. Der macht's Rums. Auch in den Ohren. Ja, genau, alle warten, bis ich dann komme und den endlich losmache. Die anderen haben den nur angeguckt. Warte, John, mach dich los. Ah, meine Hände. Ja, John, mach dich los, nicht wir. Na klar, normal. Normal. I'll do what I can.
You know, as you can see, this country is infested with all manner of scum. Say that again. One other thing, Marston. Mr. Johnson, sir. It's Mr. Wes Dickens. He's missing. Who? Mr. Wes Dickens, the tonics merchant. He was due in town last week. Oh, the narcotic and bat piss salesman who cons housewives out of their money with promises of eternal youth. Yes, him, but I think you're being a little unfair. He's helped a great many of the county, and many of the townsfolk are really missing him. You hear that, Marston? We just butchered a gang of thieves, and the town is up in arms about a missing snake oil merchant. I am so glad to be serving such a wise and respectable people. Come on, Eli. Oder? Muss toll sein. So, mittlerweile sieht es ja ganz gut aus bei uns. Dann werden wir mal hier noch schnell ablooten und der Part ist dann auch so ziemlich vorbei. Was war da jetzt dann? Munition oder was hat er da jetzt aufgestockt? Ah ne, Geld. Jetzt kommt es nachträglich auf einmal rein. Da ist mein Geld. Da es hier nicht so viele Möglichkeiten gibt, an Geld ranzukommen, außer halt mit den Missionen noch dann, ist es schon sinnvoll, dass ihr die Leichen abplündert. Das habt ihr natürlich auch bei Red Dead Redemption 2 jederzeit und bei jeder einzelnen Leiche gemacht, ist ja klar. So ein bisschen unscheinbar, man muss die Kisten hier so ein bisschen selber auch entdecken. $13 sind's. Wie er die aufmacht, ist auch lustig, ne? Yeah. Wo ist denn mein mythologischer geiler Hase hier? Was ist das? TNT, da ist es wieder. Der heiße Scheiß. Ah, hier, Plumpsklo. Irgendwie mit dem. Achso, doch, da ist das Loch. Ich wollte gerade sagen, das sieht irgendwie komisch aus. Boing. Ah, hier. Auch alles wunderbar. Ja. Hennigan's Dead, Pike Basin, oder wie heißt das? Pike's Basin, genau. Hier haben wir sie nochmal alle. Auch wenn noch nicht beschriftet. Na, ihr wisst schon, was das hier ist, oder? Ja, ja. Ich finde, hier sieht es halt echt mehr so aus wie das, was es darstellen soll oder woran es angelehnt ist, als dann auf Red Dead Redemption 2 Map. Hier sieht es noch ein bisschen witziger aus irgendwie. Es wird einem klarer, sagen wir es mal so, warum dieser Ort so heißt, wie er heißt. Gut, Freunde. Das wäre soweit gewesen. Das ist dann eben mein Pferd hier. Aber ist, glaube ich, auch egal, oder? Du bist mein Pferd, wollte gerade sagen, war dunkel. Ist mir auch viel lieber, ist viel, viel. Du bist mein Pferd. Du bist meine Farbe und mein Pferd. Ja. Man kann sich auch ein ganz anderes Pferd besorgen. Auf eine sehr witzige Art und Weise. Kriegt man hier auch ein anderes Pferd. Das werden wir auch noch behandeln. Also es gibt schon noch Kleinigkeiten und Sachen, die wir hier alle durchgehen werden. Die ziemlich cool sind. Die Standards, die man durchaus teilweise kennt, aber auch wieder mal die Mystery Shit, von dem ihr vielleicht noch nicht wusstet. Und bis dahin, bleibt stabil und gesund, habt Spaß beim Spielen und wir sehen uns dann beim nächsten Part gerne wieder. Bis dahin, ciao, ciao mit Gyros TV.